Willkommen zurück in 7 Days. Wir machen uns jetzt gleich auf den Weg zur Quest. Ich mal denke, wir gehen gemütlich an. Dann haben wir die Nacht ja auch hinter uns. Und dann können wir da weitermachen. Mittlerweile bin ich auch relativ zuversichtlich, dass wir das Geld zusammenkriegen für die 6 Solarzellen. Die will ich auf jeden Fall haben. Zwischendurch finden wir auch Sachen zum Verkaufen. Die geben eher das meiste Geld. Aber wir kommen hier auch irgendwann so ab 3, 4 in die Gefilde, dass die Quests sich lohnen. Geldtechnisch. So, einen Moment. Einmal kurz hier. Das ist immer so ein bisschen verwirrend hier. Was hier? Was haben wir überhaupt angenommen? Eine Frage. Ah, Black Bass Mechanical. Alles klar. Immer diese... Okay, hier können wir uns wirklich sehr viel Zeit lassen. Holen Zahnquest, ne? Einer Quest halt. Ich bin kein Freund von einer Quest. Ich finde, die sind sogar von Anfang des Spiels ein bisschen schwach auf der Brust. My senses have picked up something. Na, mein Freund? Gammeln wir hier rum? Guter Naut? Bitte. So, kann ich dir helfen? Tom? Danke. Bitte. Nochmal? Nö. Tom ist zum Waschlappen, der kippt gleich um. Dann lass auch mal rauf hier. Dankeschön. Naja, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Das können wir zumindest lehnen. Wir kriegen Besuch. Von irgendeinem, ich klopp zu viel. Ja, oh yeah. Doch. Na, Lady? Oh, ich hätte nichts dagegen, ein paar Nachbarn anzulocken. Alles EP. Außen können sie Lootsäcke fallen lassen. Bitteschön. Ja, sag, ich habe schon wieder einen Hänger. Das muss ja nicht sein. Schön. Wir gehen auch gleich rein in die Bude. Eins nach dem anderen. Das nehmen wir noch einmal mit. Das nehmen wir mit. Bierchen ist auch immer gut. Ich kann es gleich zerschreddern. Das brauchen wir auch nicht. Wir müssen auch mal die Türchen hier retten. So. Und ansonsten, das hier hatten wir gelootet. Hier fehlt noch. Brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Da ist noch. Alles klar. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Quiz fertig und räumen wir hier noch ein bisschen auf. I've got a bad okay. Feeling about ein Moment. Oh yeah, oh yeah. Komm, Tom, du schaffst es. Los, Tom. Du schaffst es nicht. Waschlappen. Gehen wir erstmal rein. Didi. Hallöchen, der Herr. Bitte. Und nochmal. Und der Hannes will nochmal. Ruf da. Und nochmal ruf. Hannes. Hannes, flieg nicht gleich weg. Ich sag doch, die Quest ist für einen Hulzahn. Okay. Das war's schon wieder. Ja, gut. Einer Quest, ne? Ich weiß nicht, was ich jetzt noch sagen soll. Ist halt für den Anfang gedacht, wo man noch nichts hat, damit man hier auch durchkommt mit hier Holzknüppel und so weiter und so fort. Aber wir müssen ja leider hoch, ne? So, die nehmen wir mit. Ich nehme mit. Dann gucken wir hier einmal rein. Das nehmen wir mit, das brauchen wir nicht. Das nehmen wir mit. Ah, ja, gut, ja. Wir nehmen sie erstmal mit. Sollten wir irgendwas zum Händler kriegen, wo wir es reinpacken können, packen wir es rein, ansonsten zerschreddern wir es. Und, oh gut, das brauchen wir jetzt nicht. Explosiv! 97 von 100. Das ist auch schön. Das kracht hier weg. Das geht weg. Jupp. Das da kracht aber auch weg. Komme ich da so ran? Ja. Okay. Battery, na, Dreier brauchen wir nicht. Die haben wir eh drin. Vierer, Fünfer und Sechser. Obwohl, Vierer würde ich auch nicht mehr mitnehmen. Aber Fünfer und Sechser zumindest. Können wir zerlegen. Ist ein bisschen Blei. Jo, dann passt das hier aber auch. Lass mal runter. Die zu zerlegen lohnt sich auch nicht. Dann schreddern wir halt gleich hier einmal durch. Ich dachte, den hätte ich gelootet.
Jetzt. Kommt zumindest noch mal ein bisschen was Brauchbares raus. Jeep. Danke, den noch einmal. Schaden kann es jedenfalls nicht hier. Schön. 3 Stück an der Zoll haben wir. Geht noch mal ein bisschen Messing. Und ansonsten halt nichts Brauchbares hier. Ne? Die vielleicht noch einmal. Da kommt eh nichts. Nö, ist nur Eisen. Aber hier, den haben wir übersehen. Siehst du mal? Nö, mehr war hier auch nicht, ne? Was ich irgendwie lohnen würde. Hier auch nicht? Nö. Okay. Komm, nimm wir den da auch nochmal mit. Und Besuch kriegen wir auch. Jojo, warte. Also da kann man schon wortwörtlich sagen, wir haben sie auseinandergeschraubt. So, pack den nochmal rein. Das hat er ja alles, das kann er raus. Wir müssen ja jetzt wieder irgendwie die Nacht durchkriegen. Dann werden wir noch ein bisschen was sammeln. Das haben wir schon. Das können wir gerne mitnehmen. Mensch! Ich wollte gerade sagen, hier ist irgendwo ein Hundi und dann kommt er schon. Schön. Nee. Mich würde es auch nicht wundern, wenn wir gleich wieder irgendwo von Nachbarn überfallen werden. Mich würde es auch nicht wundern, wenn hier noch ein zweiter Hundi ist, ehrlich gesagt. Warte mal, was soll ich denn damit? Hier, das kann raus. Das kann raus. Brauchen wir alles nicht. Kühlschrank ist auch leer. Hier ist noch. Dankeschön. Das sieht zumindest verdammt nach zweiten Hundi aus. So, nehmen einmal das Holz mit. Holz kann man immer gebrauchen. Die Schraube sind wir noch einmal auseinander. Wie diesmal keine Messingheizkörper. Das geht so aber nicht. Das geht so gar nicht. So, lass mal rein hier. Tag. My senses have picked up something. So, kommt mal raus, Jungs. Hey. Na. Okay. Ich hab's heute nicht so mit Zielen. Das kommt auch ab und zu mal vor. Schlangen haben wir ja auch noch irgendwo. Aber hier gibt's vielleicht noch ein Kochbüchli, ne? Das ist kein Kochbuch. Und da, das brauchen wir auch nicht. Das erste Mal. Den können wir noch zerlegen. Okay, warte mal. Ah, gut, wir haben Platz. Wir haben Platz. Ist auch gleich durch das Missing. Kochbuch. Schön. Das brauchen wir nicht. Ansonsten, ja, hier noch. Hier ist nichts drin, oder? Okay, nimm die Stuhl mit. Hier gucken wir auf jeden Fall auch gleich noch in die Bücherregale. Dankeschön. Haben wir auch schon. Du kommst. Great to see you, Master. Droni. Da noch jemand drin? Nö. Aber gut, hätte ja sein können, ne? Zerlegen. Honig ist immer gut. Hier haben wir noch. Sehr beengte Bude hier. Aber gut, man kann nicht alles haben. Da haben wir noch. Gut, ist jetzt auch nicht doll hier. Kommt da vielleicht. Okay, ein paar Electrical Parts. Aber hätte ja sein können. Gut, ist jetzt nicht der Brüller. So, pack das mal weg, das mal weg, das mal weg. Alles nur so Kleinigkeiten. So, wer knibbelt hier rum? Irgendwo knüppelt jemand. Ich habe keine Ahnung. Gut, auf jeden Fall ist die Nacht gleich rum.
So, wir fahren einmal kurz zu unserem schönen Freund Bobby. Lernen uns einmal aus, bringen den Kram weg, gucken den Sonne mal ein bisschen. Die Nacht müssen wir ja halt rumkriegen. Warte mal kurz, bevor wir losfahren. Hier waren wir anscheinend schon. Ja gut, dann können wir die mich auf jeden Fall noch einmal mitnehmen. Gibt zumindest noch mal ein paar Materialien. Schaden tut's nicht. Ich nehme alles mit, was keine Miete zahlt. Ja, an der Bude hier waren wir in der Tat schon. Warum habe ich das denn nicht zerlegt? Dann nimm den auch nochmal mit. Ja. Oh komm. Das wird mir jetzt hier zu doof, das Ding mitzuschleppen. Zerlegen wir auch. Gut. Denn. Haben wir hier reingeguckt? Ja. Fahren wir erstmal zu Bobby. Und gucken den weiter. Kirche waren wir, glaube ich, auch drin. Noch nicht ganz sicher. Komm, Mochi. Weil du so nett ausschaust. Kriegst du einmal das. Bitte. Komm, den kann ich hier aber auch nicht einfach stehen lassen. Das geht nicht. Den muss ich auch einmal mitnehmen. Naja. So. Oh, Aline, was ist dein Auto? Tut mir leid. Brauchst du eh nicht mehr. Guck mal, den können wir gleich mit verkaufen. Verdammt, hätten wir auf Mail machen können. So, die Zweier-Batterie kann weg. Und ansonsten, hier ist noch so eine Zweier. Die brauchen wir absolut nicht. Heizkörper haben wir gerade aktuell nicht. Ach, passt schon. Jetzt haben wir auch gleich die Nacht rum. Geht ja Gott sei Dank relativ schnell, wenn man 60 Minuten stehen hat. Oh, Aufmacher 2S um 4, das ist auch doof, ne? Ich wünschte wirklich, die würden um 4 öffnen. So, einen Moment. Erstmal alles drin, was noch passt. Ist auch nicht schon eine ganze Ecke. Das ist schön. Motorräder haben wir auch schon wieder 3 Stück. Den hau rein. Das verkaufen wir gleich mit. Der kann drin. Das verkaufen wir auch mit. Den repariert das gute Stück auch mal. Gleich, wenn das da fertig ist. Sprit geht hier drin. Haben wir auch schon wieder über 8000. Das ist doch ein Träumchen. Blei geht hier mit rein, ne? Jo. Na, Hannes? Verlaufen? My senses have picked up something. Unser Bobbel hat noch nicht auf. Dann geben wir hier noch ein bisschen die Nachbarn ausrauben. Die haben hier noch Autos stehen. Ja, ja gut, das brauchen wir beides in der Tat nicht. Oh, der Joe. Bitte. Er fliegt immer so schön. Guck mal. Ein bisschen gab's doch noch. Kannst du auch gleich schreddern? Oh, noch was im Briefkasten? Nö. Piss off? So heißt das Gebäude da. Das wollen wir nicht. Motoren eigentlich auch nicht mehr, aber gut. Nimm sie mal mit. Haben wir wieder einen Motor? Na, wessen Auto haben wir jetzt gestört? Zumindest habe ich jemanden grunzen gehört. Grunzi! Ach, da das Vehikelchen. Bitte. Haben wir schon? Ja, spritmäßig lohnt sich auf jeden Fall. Kann man sich nicht beschweren. So, den haben wir auch noch nicht. Naja, eh nur Papier. Die Bude hier ist so leichte Baustelle, ne? Naja, raus. Das nehmen wir mit. Das ist bläu. Dann nehmen wir dich auch nochmal auseinander. Also, Sprit können wir uns im Moment nicht beklagen. Schön. Absolut nicht. Hier, den kannst du auch nochmal zerschreddern. Komm, wenn wir schon mal hier sind, macht ihr erst ein Stündchen auf. Das kann raus. Retten wir hier nochmal die Türe.
Vielleicht finden wir drin ja noch irgendwas Brauchbares. Schaden kann es jeweils nicht. Sehr vollgemüllt hier. Ich würde schon fast sagen, typisch amerikanische Garage. Ne? I've got a bad feeling about this. Oh, dann steht mal auf da. Da kommt er ja schon. Oh, er hat grüne Freunde dabei. Wann sind wir drin? Steht ja jetzt mit einer Garage im Schrank. Was ist denn hier los, sag mal? Die Bude ist hier sowas von voll gemüllt. Haben wir auf jeden Fall. Dankeschön. Also die Bude sagt mir so jetzt ehrlich gesagt gar nichts. Bestimmt eine, die es vorher schon gab, ein bisschen umgebaut wurde, aber... Da steht auch noch ein Karton. Oh Gott, das schmeißen wir jetzt mal raus. Ich will jetzt keine Farben mehr mit mir rumschleppen. Das können wir in Massen zu Hause herstellen. Da könnte noch was drin sein. Plastik, Müll mit. Da liegt noch Müll. Ich will halt gleich... Guck mal, hier ist auch noch ein Karton. Zum Händler hin. Gut, da hätte ich alles durchgeschreddert. Das ist schön. Der macht ja gleich auf, der Gute. Na, Tom, mein Freund. Das klingt nach Habi. Ja. Habi, Frisur gefälligst? Bitte. Entschuldigung. So, schmeiß rein. Hier genauso. Also Motoren sammeln sich auch so langsam schon wieder an, ne? Okay, schön. Geld, 66.000 knapp. Ach, da Lüft. Aufmacht er in 20 Minuten. Ja gut, hier waren wir auch schon. Ja. Hier war auch, hier haben wir, glaube ich, ein Stückchen geklaut. Bloß das Auto haben wir anscheinend mal wieder nicht angerührt. Warum auch immer ich immer die Autos vergesse. Ich weiß nicht warum. Können wir alles gebrauchen? So, den kannst du schon wieder im Modo. Okay, jetzt macht aber auch auf. Ein Träumchen. Wie macht ihr das denn, wenn ihr auf dem Trader wart? Nur mal so aus Interesse. Die ganze Zeit nur da rumstehen oder auch versuchen, irgendeine Beschäftigung zu suchen? Einfach nur rumstehen ist ja auch langweilig. Okay, warte mal. Einmal kurz. Geschreddert ist es gleich. Hau nochmal rein, was noch passt. Das ist so gut wie alles. Das ist schön. Der Motor kann noch mit drin. So, Messing passt hier noch, Stein nicht. Also, aue! Hier rein, alles ist ein Kleechen. Schön. Das ist wieder fast ein Stack Benzin oder so. Tanken dürfte jetzt nicht so das Problem sein. Denke ich. Hallo Bobby, habt ihr schon vermisst? So, du hast mal wieder nur Mist. Du hast immer nur Mist. Also was? Wir nehmen die 9mm und wir nehmen die Zeitschriften. Er hat Stufen abgehangen. Hier, wir nehmen die Wasserfilter. Und, ja, gute Frage. Ist das Fahrrad Geld wert? Nicht wirklich. Nehmen wir das noch? Einen Moment, Bobby. Die haben wir wahrscheinlich alle. Ejo, den verkaufen wir nämlich gleich mit. Und das verkaufen wir auch gleich mit. So, Bobby, dann nehmen wir einmal das da. Dann nehmen wir das da. Du kannst die Bücher haben, die nicht. Aber den da, den da, den da, den. Schön. Das Problem ist, es ist immer noch auf Stufe 1, weil der Gute natürlich jetzt erst den Abgang hatte. Macht aber nichts. Geld gab es auch wieder in der Ecke. Thank you, Survivor. Oh, der? Ja. So, warte mal. Besondere Aufträge. 1,8 Kilometer, das ist... Das ist Joel da hinten. Dann können wir mitnehmen, wenn wir zu Joel fahren.
Den einmal kurz gucken. Vergrabene Vorräte, vergrabene Vorräte. Gut, den machen wir es. Friend, God bless you. Gib auch noch ein bisschen Kleingeld. Wir arbeiten die einmal Stück für Stück ab. Geht ja rocki-zucki. Dankeschön. Und einmal hier hin. 9 mm passt zumindest noch rein. Den Wasserfilter packen wir gleich hin zum Motorrad. Vergessen wir den. Geld rein. Immerhin, über 70.000 sind wir schon. Das kriegen wir echt. Dann holen wir uns einmal die Budelquiz. Kriegen wir auch hin. Am nächsten Tag hat er dann definitiv Stufe 2. Das ist eben so wild. Oh, sogar im Wesseln, wie es aussieht. Hm? Das freut mich. Hallo, Geier. Leider keiner Zeit für dich. Ja, ziemlich an der Grenze zur Wüste, aber es ist im Wesentlichen. Und zwar genau hier. Schön. Nehmen wir die Quest. Dann können wir gleich die Spitzhacke nehmen. Jo. Kommt Besuch? Ne? Okay. Immer noch nicht? Jetzt. Sehr schön. Gut. Da kommt die Rotzbazille. Jo. Schön. Gleich einen ganzen Baum. Sag mal, geht's dir gut oder was? Warst du denn nebenberuflich Holzfäller oder wie? Rotzt der hier die ganzen Bäume weg? Ich glaub's ja nicht. Okay. So, warte mal, bevor wir den jetzt öffnen, will ich hier einmal kurz. Weil sonst kloppen sie mir das wahrscheinlich gleich kaputt. Schön. Den einmal den, das kann raus, das kann raus. Einmal den in die Hand. Also nur schon wieder. Ach, der Geier da. Ja, immerhin Kochbuch, ne? Sag die Herren, nehmen wir mal den da. Wir haben Rotzbazille. Ey. Sag mal, Junge. Wer hat dir erlaubt, hier ständig auszuweichen? Du, reicht es. Durch diese ganzen hier Steine und so gehen die ständig hoch und runter und du triffst die nicht. Das ist schön. Ah, aber das macht nichts. Das macht alles nichts. Dafür haben wir Drohne, die gerade irgendwo weggerotzt wurde. Da. Machen ja schon gut Schaden, die Jungs hier. So, Drohne, den. Hungrig sind wir auch? Kriegen wir hin. Wir nehmen erstmal einen Honig. Einen Moment. Brody, du alte Platzbazille. Rudi mag ich irgendwie ganz gerne. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, den werden wir wohl mal... Einen Moment. Ausnahmsweise mal einen Verbandskasten verschwenden. Füllt erstens ein bisschen Leben mit auf. Und wir kriegen zumindest unsere Schiffwunde darunter. Gut. Den Hunger hast du eh. Es. Jo. Kannst die Dose hinterher fordern. Den hast du auch erstmal, mein Freund. Und wir fahren wieder zu unserem Bobby. Bobby, 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 Bobby. Incoming enemies, prepare for combat. Ja, ja, Toni, das wissen wir doch, das wissen wir doch. Die. Zweierquests sind zumindest ein Tickchen größer, die wir den nächsten Tag haben. Ich meine, klar, wir könnten erstmal einen Abstecher an den Schulen machen, aber dann werden wir auch bei Einsern, also. Kommt aus Gleiche raus. So, hau erstmal rein, was noch passt. Sehr schön. Und der Steunerin. Na, guck mal, mäßig haben wir schon wieder einen Stack. Das ist so. Den gehen wir mal zu dir, Bobby.
Hallo, Bobby. Many thanks. You've proved to be very resourceful. Hey, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Und ansonsten Kohle brauchen wir auch. Nehmen wir auch mit. Zum Verkaufen habe ich leider nichts für dich, mein Freund. Check back again and I may have what you're looking for. Hier werden nochmal vergrabene Vorräte. Well, alrighty then. Okay. Jetzt geht's der Power. Jojo, warte mal. Da ist Motorrad. Da. Dankeschön. Einmal kurz hier Money rein. Jojo, wir haben's fast. Das ist ein Träumchen. So, mal, das geht gleich. Na, kommen wir hier. Jetzt haben wir da reinpacken. Kohle drin. Wir nehmen einmal den raus und packen drin. Allgemein, warte mal. Hab ich die Sachen doch noch gar nicht voll, Badroni, oder? Ich müsste mal was gucken. Den jedenfalls nicht. Die auch nicht. Den schon, okay. So, passt dann schon. Kochbücher haben wir auch schon wieder 16. Schön. Und wo ist diesmal die Buddelquest? Trader Bob. Auf jeden Fall in der Wüste diesmal. Wer randaliert denn hier jetzt schon wieder rum? Da läuft schon wieder Hannes zur Olle. Master, we are not alone. Wanderhörtchen! Hallöchen! Lass doch mal gute Lootsäcke fallen. Diesmal nicht. Aber immerhin Level Up. Achso, auch schön. Gibt's den Schiss, sind wir hier bei 435. Aber ich muss noch ganz kurz was gucken. Glücklicher Sammler waren wir wieder mit bei, ne? Wir haben nämlich schon 2 Punkte mittlerweile. Jojo, dann hauen wir das hoch von den letzten Büchern. Erhöht den Beutebonus um 10% und da hatten wir 5%. Alles klar. Hier, nimm mit. Da haben wir 15% und 40% schneller looten. Sehr schön. 20% und hier 25%. Ist jetzt nicht wirklich der Brüller. Mittlerweile können wir reinskippen, wo wir wollen. Wir haben alles Wichtige. Gut, dann geht's hier. Nächste Folge weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssi. Of what's to come.